Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Wir sind jetzt in irgendeinem Eiskristall. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das wirklich schon Kristallpalast nennen können, weil das fühlt sich nicht an. Und kann ich hier runter? Tatsache. Netter eisiger Aufzug und dieser Sound ist mal ekelhaft. So, erster Angriff erfolgreich. Ich würde mal sagen, machen wir erstmal den hier weg. Patsch, 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 patsch und patsch. Wegen einem Kraftpunkt überlebte. Hier nehmen wir einen kleinen Stein. Macht trotzdem ziemlichen Damage. Und wir machen mal den Superbeben. Und dann kann Bohu den Rest machen. Money, money, money. Oder Mario. Hallo, ist hier noch jemand zu Hause? Okay, dann. Machen wir den hier weg. Bang und bang. Will ich ein Leben zurück? Natürlich nicht. Natürlich so ein dicken fetter Brocken. Glück. Ich hoffe, der droppt Herzen. Na man, einer ist auch voll reingelaufen. Ihr wollt mit verarzen? Na warte, super Beben. Und den hier gibt's auch nochmal von Opa eins auf dem Maul. Und zwar mal möchte ich mal den Feuerpanzer auskundschaften. Oh, 8 Schaden. Halleluja. Okay, Kubach. Nehme ich. Nix. Nach da unten und ich kann hier lang. Nein. Was ist mit meinem Augen los? Du siehst genau wie ich aus. Bündler, wer bist du wirklich? Sag mir deinen Namen. Ich bin Koopa. Ja, so ist es. Die Frage lautet, wer bist du? Was? Das ist unmöglich. Ich bin der einzig wahre und echte Koopa. Du fasselst Amok. Das ergibt keinen Sinn. Ich bin der echte Koopa, ehrlich. Komm schon, Mario, du kennst mich. Der Kerl hier lügt. Ich lüge nicht. Mario, du weißt, dass ich Koopa bin, oder? Erkennst du deinen Kumpel nicht? Halt die Schnauze, Jungchen. Ich bin sein Kumpel, ja, so ist es. Oh, du sollst hier die Schnauze halten. Ich bin sein Kumpel.
Hör zu, Trottel, Mario, du musst herausfinden, wer von uns beiden lügt. Finde den Lügner und verpasse ihm eins mit deinem Hammer. Gut, ja, das finde ich gut. Wenn du glaubst, damit durchzukommen, dann hast du dich geschnitten. Ich weiß, dass Mario weiß, wer ich bin. Ich glaube an dich, Mario. Du hast dich schon verraten, indem du mich Trottel genannt hast. Autsch, wie hast du mich durchschaut? Das muss ein Glückstreffer gewesen sein. Niemand verfügt über so gute Instinkte. Hör auf zu heulen, du hast verloren. Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Was? Halt die Klappe, jetzt bin ich dran. Der hält schon mal viel aus. Sollte den noch vorher scannen, ne? Oder liebes bisschen. Dann einmal scannen. Wobei scannt er denn jetzt als Koopa? Das ist ein Duppeligeist, der sich als Koopa verkleidet hat. Maximaler KP 15. Dieser Betrüger sieht fast besser aus als das Original. Die Verkleidung ist absolut perfekt. Seine Angriffskraft entspricht der des imitierten Charakters. Vermutlich ist es nicht besonders schwer, sich als Koopa zu verkleiden. Immerhin sieht unser Kumpel eher ungewöhnlich aus. Er wird uns genau wie Koopa mit dem Panzer angreifen. Du hast bessere Chancen, wenn du ihn umkippst. Ja, Angriffskraft plus. Ja. 15 Schaden, Halleluja. So, dann möchte ich gerne mal Bruder wieder haben. Wo ist B? Dann gehe ich erstmal hier unten lang. Für einen Kiesel. Frederik? Was du hier? Dann geh mal Donnerzorn weg. Wer weiß, wofür wir den Kieselstein noch gebrauchen könnten. Der liegt ja bestimmt nicht hier ohne Grund da. Yeah. Gumbario, bitte einmal lesen. Weißer Koopa. Das ist ein weißer Koopa. Sie kommen in kalten Gegenden vor. Wer weiß, warum sie hierher gezogen sind. Maximal KP 12, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Manchmal greifen sie mehrmals hintereinander an. Sie sind sehr stark. Es muss nicht leicht sein, so große Keulen zu schwingen. Meisterattacken zeigen hier bei ihnen keine Wirkung. Setze Feuer an, wenn du welches hast. Entschuldigung. So, Nummer 1 ist schon mal weg. Nummer 2 ist jetzt auch weg. Wir sind schon wieder fast die Hälfte an Erfahrungspunkte voll. Halleluja. Wir können da weiter nach oben und wir können hier weiter. Ich gehe erstmal nach oben. Ich kann jemanden aufwerten, okay. Megaschock, kein Gegner rührt sich mehr. Komm, was? Kriegst mal den Megaschock hier. Was wurde in den Ultrarang aufgestuft? Da bin ich mal gespannt, was die Attacke kann. Möchtest du Sternenwind herausnehmen? Dann
Einmal das hier weg. Nein, nein, ich habe den Lebenspilz Na gut, dann bin ich halt eben wieder geheilt. Oh. Dann tschüss mit dem Kiesel. Danke. Heißt man, aha. Donnerzorn wieder. Mal gucken, ob ich das benötige. Ja, da kann ich doch nach unten lang. Okay, ich brauche hier irgendeinen Stern. Hallo? Okay, ich kann hier lang. Also. Ah, guck mal, da kann ich was sprengen. Hallöchen. Oh, wie schön. Endlich, Mario, ich bin froh, dass du diesen Ort gefunden hast. Ich habe schon auf dich gewartet. Oh, findest du es eigenartig, dass ich von dir weiß? Mein Name ist Madame Merla. Ich bin Botschafter der Sterne. Merlon und Merle kannst du ja. Nun, ich bin ihr Vorfahre. Die Sterne haben mir in meinen Träumen von ihr erzählt. Sie sagten, du würdest zum Schrein am Bipperberg eilen. Von hier aus bewache ich den Weg zum Kristallpalast. Wir haben keine Zeit zu verlieren, also höre gut zu. Du weißt es vielleicht nicht, aber Bowsers Horden sind in den Kristallpalast eingedrungen. Im Ort, wo den Sternen gehuldigt wird. Was ich dir jetzt zu sagen habe, ist sehr wichtig. Höre jedes Wort, das ich dir sage. Ich kann dir nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich werde mich kurz fassen, also gib auf die wichtigsten Punkte Acht. Die Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. Damals war ich noch eine junge Frau. Eines Tages geschah in den Bergen etwas Schreckliches. Ich rannte sofort hin und, aber es war eigentlich, oh, dieser Anblick, ich war, und es war so, es war kein anderer, also dann und ich, Schniesen, Nasen, Osterhasen. Und daher musst du Bowsers Leute aus dem Kristallpalast vertreiben. Aber... Hey du, hast du meiner Erzählung überhaupt zugehört? Naja, also gut. Wie ich schon sagte, brauchst du den Sternstein, um zum Palast zu gelangen. Hiermit überreiche ich ihn dir. Mit Hilfe dieses Steins kannst du den Weg zum Kristallpalast öffnen und nun beeile dich. Bist du sicher, dass du die Kurzfassung meiner Geschichte verstanden hast? Die ganze epische Tragweite dieser fabulösen Story kannst du erst erfassen, wenn du die Vollversion hörst. Vielleicht werde ich sie dir eines Tages erzählen. Bis dahin, viel Glück. Okay, dann würde ich mal sagen... Gucken wir nochmal den Stein an, dann ist es jetzt eine etwas kürzere Folge. Aber wenn wir da jetzt den Kristall freischalten, dann würde ich das erst in der nächsten Folge machen wollen. Muss mir da rein. Nicht noch mehr eisigen. Hallo. Ach du gibst es. Oh Gott. Hallo? Halleluja, ich denke mal, da oben muss mir hin. Okay, dann ist die Folge doch noch nicht vorbei. Dann schaue ich mich erstmal überall um. Oh, diesmal hat der mich angegriffen. Sag mal, Bombett. Mega-Bombe. Wie viel Schaden macht er? Nice. Ach komm, Sternensturb. Was soll der Geiz?
Und jetzt haben wir definitiv die Hälfte des Level-Ups. Megasprungordner hält Mario springt mit unglaublicher Kraft auf einen Gegner. Ach, hier ist der Megasprung. Brauche ich 3 für. B ist nice, das möchte ich nicht missen wollen. Verteidigung auch, Herzlein ist auch gut. Vielleicht den Spion. Mal gucken. Da kann ich runterfallen. Geronimo! Oh, das ist ein Sternsplitter. Okay. Dann. Gehen wir doch mal dahin. So. Jetzt den ganzen Weg nochmal. Dass Mario noch nicht aus der Puste ist, ist sehr verwunderlich. Oh, Heilung. Nice. Guck mal, da ist ja so ein Spiegelwand. Das ist schon sehr merkwürdig. Aber gut. Das ist wahrscheinlich der Kristallpalast. Hallöchen, jemand zu Hause? Da können wir lang. Hier ist ein Schalter und da braucht man einen Schlüssel. Und ein blauer Schlüssel. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal hier bei Rot lang. Beziehungsweise gehen wir erstmal durch die Tür. Aber höchstwahrscheinlich kriegen wir einen roten Schlüssel. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal. Schon wieder speichern. Ein X markiert die Stelle. Erster Angriff erfolgreich. Mitglied wechseln, Gumbario. Swoopla. Das ist ein Swoopla. Swoopulas greifen von der Luft aus an, klammern sich an dich und saugen dir deine KP ab. Maximaler KP 8, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Drücke den A-Knopf in rascher Abfolge, sonst saugen sie dir zu viele KP ab und Kater, hör auf den Karton zu zerreißen. Du kannst nicht hoch genug springen, um sie zu attackieren, werden sie noch an der Decke hängen. Eine Erdbebenattacke sollte die entsprechende Wirkung zeigen. Deine fliegende Freunde wie Boo oder Barcarry können sie ebenfalls angreifen. Wenn sie von der Decke fallen, kannst du sie auch durch Sprünge angreifen. Okay, dann machen wir nochmal die fertig. Glück. Also ein KP kriegen die immer. Einmal wieder wechseln.
Patsch, patsch, patsch und patsch. So. Oh, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Glück. Ja, glaub mir, ruhig 3 KPs. Kein Problem. Das kann ich mir leisten. Das ist sowas von unnötig. Also richtig. Frag mich, wer hier der Bosskampf Gegner sein wird. Natürlich sehr Erfahrungspunkte. Ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen, um zu sagen, dass die Folge hiermit sein Ende hat. Ich gehe jetzt noch durch die Tür und dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.